Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und in diesem kleinen Informationsvideo sage ich euch, was im Jahre 2015 so an Let's Plays starten soll, was ich so in Planung habe, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Machen wir mal einen kleinen Rückblick aufs Jahr 2014. Mein erstes Let's Play, was ich hier angefangen habe, war ja Tomb Raider. Bis jetzt GTA 5 war das letzte, was ich jetzt gemacht habe. In diesem Zeitraum habe ich jetzt bis jetzt 257 Abonnenten gefunden. Hammer geil. Freut mich sehr. Ich hoffe, wir können das 2015 auf jeden Fall richtig steigern. Ich hoffe, ich knack so die 500er Marke. Das wäre schon mega awesome. Wenn ich das doch noch hinbekomme mit den 500 in diesem Jahr. Oder vielleicht sogar drüber. Man weiß ja nicht. Ich hoffe, ich schaffe das. Man wird es sehen. So, was sind die Projekte, die ich so plane fürs Jahr 2050? Ich werde erstmal kein Projekt mehr anfangen bis zum 28. Januar. Am 28. Januar wird bei mir anfangen Dying Light. Der Dying Light gibt so den Auftakt in ein wirklich geiles Let's Play. Da muss man einfach so sagen, wenn ich so sehe, was an Games rauskommt. Dying Light wird den Auftakt geben. The All 86 wird folgen. Battlefield Hardline wird folgen. Da muss ich mal gucken, was wird auf jeden Fall noch gemacht. Batman Arkham Knight kommt ja noch raus. The Division, ob The Division wirklich rauskommt, weiß ich nicht. Es gibt Gerüchte, es soll rauskommen. Es gibt Gerüchte, es soll erst 2016 rauskommen. Man wird es sehen. Uncharted 4 habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber Uncharted 4 ist so ein Let's Play, wo ich sagen muss, na, es kann sein, dass ich es mache. Es kann sein, dass ich das nicht mache. Aus dem einfachen Grunde, weil ich das, glaube ich, mit Tomb Raider überschneiden wird. Und ich habe keinen Bock, jetzt mal nach so einer gewissen Session die Konsole zu wechseln. Deshalb muss man sehen, ob ich Uncharted mache, Uncharted 4 oder ob ich Tomb Raider mache. Weil auf Tomb Raider habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Homefront 2 soll ja rauskommen. Freue ich mich auch sehr, will ich auch auf jeden Fall machen. Ob ich Dead Island 2 mache, boah, das ist so die Frage. Ich habe Dead Island 1 kaum gesehen. Das war ja, wurde ja indiziert. Kam ja nicht in Deutschland raus, soweit ich das weiß. Deshalb will ich, muss man abwarten, ob ich das wirklich mache. Mirror's Edge 2 kommt raus, habe ich Bock drauf. Silent Hills soll ja auch rauskommen. Ich habe ja die Demo angezockt, fand ich, ja, mit den ganzen Rätseln und so ein bisschen weiterkommen, ein bisschen strange, aber ich hoffe, das wird noch richtig geil. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Until Dawn soll ja auch rauskommen, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe es gesehen, so ein paar Gameplay, ein paar Trailer, habe ich jedenfalls richtig Bock auf so ein interaktiver Teenie-Horrorfilm mit Quicktime-Events und sowas. Das ist richtig, richtig schön. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain wird auf jeden Fall gemacht. Ich habe ja den Prolog Ground Zeroes gespielt. Das heißt, wir werden auch auf jeden Fall Phantom Pain dazu zocken. Rise of Tomb Raider wird auf jeden Fall ein Projekt werden. Quantum Break wird auf jeden Fall ein Projekt werden. Ob ich The Witcher 3 mache, ja, das wird sich wirklich zeigen. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, weil ich arbeite hier nebenher. Ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das mit meiner Zeit so koordiniert bekomme. Halo 5 Guardians werde ich auch auf jeden Fall machen. Ich habe so das Gefühl, dass gegen Ende 2015 wird alles so ein bisschen Xbox One lastiger. Aber den Anfang bis Ende wird eigentlich PS4 regiert bei mir. Halt bis Tomb Raider rauskommt, bis Halo 5 Guardians rauskommt. Bis dahin geht eigentlich, wird eigentlich die PS4 bei mir Frontrunner sein, wird auch sich nicht ändern. Ja, wie gesagt, meine Projekte sind alle beendet, meine laufenden Projekte. GTA 5 habe ich komplett hochgeladen momentan. Bei Madden muss ich noch den einen oder anderen Part hochjagen. Das werde ich auch noch schaffen. Warum werde ich jetzt kein Projekt mehr anfangen fürs Jahr 2015 bis dahin gleich? Das hat den Grunde, dass ich mein Notebook ein bisschen pimpen lasse. Und ich euch zu Dying Light 60 FPS liefern möchte. Und aktuell schafft mein Laptop das leider nicht. Deshalb musste ich meinen Laptop mal ein bisschen reparieren lassen, ein bisschen auftunen lassen, ein bisschen was reinschmeißen, Arbeitsspeicher erhöhen, vielleicht Grafikkarte erhöhen, neuer Prozessor da reinbauen lassen und da mal gucken, ob das alles in 60 FPS läuft, so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe mal, ich denke mal, es sollte eigentlich klappen. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und dann wollte ich noch sagen, ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne ein bisschen meine Twitter-Seite besuchen, Facebook-Seite besuchen, weil die momentan die Seiten ein bisschen schleifen. Das finde ich nicht ganz so geil, muss ich mich echt mal ein bisschen mehr drum kümmern. Damit ich euch erkläre, was momentan so der Stand der Dinge ist, falls was um meinen Kanal hier drumherum passiert oder nicht passiert, warum meine Folge hochkommt oder nicht hochkommt.
kann ich das ganz schnell über Twitter und Facebook verbreiten. Die Links bastel ich euch da in die Beschreibung rein. Das sollte auch nicht das Problem sein. Ja, sonst steht ja ein fantastisches Jahr 2015 vor der Tür, wie gesagt. Mit Dying Light freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. In Deutschland wird es ja wahrscheinlich momentan nicht rauskommen. Weder die normale Version, noch die cuttete Version. Selbst die geschnittene Version wird wohl keine USK-Altersbeschränkung bekommen. Na super, finde ich sehr geil. Okay, es gibt ja noch gamesonly.at, so schlimm ist das jetzt wieder nicht. Ja, Uncharted 4, Homefront, Dead Island, ja, ich weiß nicht, The Division sieht mega geil aus, aber ich vertraue irgendwie Ubisoft nicht mit dem ganzen Graphic-Downgrade, was schon wieder da um The Division passieren soll. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja sowieso Gerüchte, dass es nicht rauskommen soll im Jahr 2015, dass es erst im Jahr 2016 rauskommen soll. Wie gesagt, so schlimm wäre es meiner Meinung nach nicht, dass so ein geiler Titel mal ein Jahr später rauskommt. Es gibt ja noch Bloodborne. Zu Bloodborne muss ich mir echt mal was anschauen. Gameplay, Trailer, ich weiß nicht, was ich von Bloodborne unterhalten soll. Die einen sagen, es ist mega geil, die anderen sagen, na, ich weiß nicht. Ich muss das wirklich nochmal angucken, anschauen, damit ich weiß, was da selbst abgeht, weil ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung. Ich habe es jetzt nur gerade gelesen in der Play 4. Es soll nicht ganz verkehrt sein, aber wir werden es sehen. Ja, Project Cars werde ich wahrscheinlich nicht machen. Obwohl, ich kann es vielleicht mal anzocken und so ein, zwei Parts davon machen. Und dann sind wir auch durch damit eigentlich. Es sei denn, ihr habt wirklich da mega Bock drauf und liked das Ganze und dann können wir das auch noch machen. Aber man wird es halt sehen. Das war's im Prinzip, was ich eigentlich sagen wollte. Wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes Jahr 2015 natürlich. Besucht mal ein bisschen meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite. Sonst sehen wir uns, ja, Halo 5 Guardians Beta Multiplayer werde ich auf jeden Fall noch den einen oder anderen Part machen, bevor mein Laptop sich auch in eine kleine Ruhepause verabschiedet und sich ein bisschen general überholen lässt. Bis dahin sehen wir uns dann mit Dying Light wieder. Ich hoffe dann auch in 60 FPS. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke, wie ich mir das vorstelle. Bis dahin, haut rein und tschüss.